In diesem Video möchte ich Ihnen die Speedport WLAN Bridge der Telekom vorstellen, zum Beispiel um Ihren Media Receiver ohne Verlegen von Netzwerkkabeln anzuschließen. Bei dem Speedport WLAN Bridge Duo Set ist alles dabei, um Ihren Media Receiver kabellos mit dem Speedport Router zu verbinden. Wir haben einmal hier die WLAN Basisstation, da hinten ist eine Netzwerkschnittstelle dran, damit wird das Gerät an Ihrem Telekom Speedport Router angeschlossen. Entsprechende Netzteil und Netzwerkkabel liegen dabei. Und dann haben wir hier einmal den WLAN-Adapter. Da sind zwei Netzwerkschnittstellen dran, eine für den Media Receiver und eine weitere zum Beispiel, um Ihren Computer auch zu verbinden. Auch hier Netzwerkkabel und Netzteil mit dabei. Vorne ist auch eine Leucht-LED, da wird Ihnen dann später die Signalstärke angezeigt. Und von diesen WLAN-Adaptern können Sie noch bis zu weitere drei mit dieser WLAN-Basisstation verbinden. Wenn Sie zum Beispiel mehrere Räume haben, noch einen Entertain-Zweitreceiver, dann wäre das ebenfalls erweiterbar, dieses Set, um dann in mehreren Räumen diese WLAN-Bridge-Funktion zu nutzen. So, ich habe die WLAN-Bridge-Duo jetzt hier eingerichtet. Im Hintergrund sehen Sie die Basisstation, da leuchtet unten auch die LED bei 1, weil ich einen WLAN-Adapter verbunden habe. Das ist der hier vorne bei meinem Media-Receiver. Der hat auch vorne einen Balken mit LED. Zeigt mir also die Signalstärke an, die jetzt aufgrund der kurzen Entfernung sehr gut ist. Und hier den Media Receiver per Netzwerkkabel mit dieser WLAN-Bridge verbunden. Also ich habe jetzt keine langen Netzwerkkabel in der Wohnung verlegen müssen. Im Hintergrund sieht man bereits das Live-TV über den Entertain Media Receiver. Kann hier zum Beispiel in die EPG-Daten wechseln. Das Ganze war relativ schnell eingerichtet, da die beiden Adapter vorkonfiguriert sind. Wenn ich sie als Set kaufe, war das Ganze also innerhalb von 2-3 Minuten alles installiert. Gibt es auch ein Video in unserem Kanal, wie das funktioniert. Sollte WLAN an die Grenzen stoßen, gibt es alternativ auch die Möglichkeit, den Media Receiver über Powerline anzuschließen. Das wären diese beiden Adapter, die da vorne liegen. Das Ganze geht dann über Ihre Stromleitung. Was für Sie am optimalsten geeignet ist, da beraten wir Sie gern. Schauen Sie einfach auf unsere Webseite vorbei.